Hallo, ich heiße Andreas, ich bin 53 Jahre alt und ich komme aus Lindau. Als ich 14 Jahre alt war, wurde bei mir eine muskuläre Erkrankung festgestellt, die fortschreitend die Kraft meiner Muskulatur verringert. Und so habe ich Stück für Stück in den Jahren die Kraft sowohl in meinen Beinen verloren, ich sitze jetzt seit 20 Jahren im Rollstuhl, als auch in den Armen und der Rumpfmuskulatur. Das bedeutet für mich, dass ich im Alltag dauerhaft von externer Hilfe abhängig bin. Als ich die Diagnose damals bekam, war für mich eines klar: Sobald ich nicht mehr laufen kann, will ich auch nicht mehr leben. Doch ich bin daran gewachsen und ich habe eine innere Kraft entwickelt, die mir ein relativ normales Leben ermöglicht. Ja, und so habe ich mit meiner Ex-Frau zusammen einen wunderbaren 16-jährigen Sohn, meistere mein Leben so gut wie es geht und ich bin auch für andere Menschen, die in ähnlichen Situationen befinden, eine ehrenamtliche Hilfe. Nach meiner Scheidung habe ich über meinen Beruf Julia kennengelernt, die ebenfalls in Scheidung lebte und mit ihren beiden Töchtern eine Wohnung suchte. Im Gegensatz zu mir, wo man äußerlich gleich erkennen kann, dass ich nicht gesund bin, ist das bei Julia nicht möglich. Doch Julia hat eine unglaublich schwierige Vergangenheit. Sie wurde als Kind und Jugendliche von fremden Menschen mehrfach vergewaltigt, misshandelt und psychisch unter extremen Druck gesetzt. Dazu kommt noch eine rheumatische Schmerzerkrankung, die sie vorab bekommen hat. Viele Jahre Therapie und ihre positive Lebenseinstellung machten aus Julia eine starke Persönlichkeit, die ihr Leben und das ihrer Kinder super meistert. Und so haben wir 2017 miteinander eine Wohngemeinschaft gegründet, die sich gut versteht, sich gegenseitig unterstützt und wo es geht, auch hilft. Im September 2022 jedoch erlebte Julia eine Retraumatisierung, die dazu führte, dass sie akut in ein psychiatrisches Krankenhaus musste und bis heute auch darin im geschützten Umfeld bleiben muss. Erst wenn sie die nötige Stabilisierung erreicht hat, kann sie eine Traumatherapie beginnen, die sicherlich einige Jahre dauern wird. Es ist nicht verwunderlich, dass uns diese Situation zurzeit alle an die Grenzen der Belastbarkeit bringt. Trotz allem schauen wir positiv in die Zukunft und setzen alles daran, dass unsere Kinder nicht darunter leiden müssen und wir wissen, dass wir in Zukunft auch wieder ein annähernd normales Leben haben werden. Ein wichtiger Teil auf dem Weg dorthin ist die Anschaffung eines Assistenzhundes für Julia. So ähnlich wie ein Blindenhund oder ein Hund für Diabetiker, erspürt so ein extra ausgebildeter Hund, wenn Julia durch meist kleinste Auslöser im Alltag in eine Dissoziation oder ein Trauma fällt und kann sie dann daraus wiederholen. Das bedeutet für sie eine sehr große Sicherheit, die sie benötigt, um alltägliche Dinge wie einkaufen oder ins Kino zu gehen oder auch einfach nur unter Menschen zu sein, auch braucht. Leider ist die Anschaffung und Ausbildung für einen Assistenzhund für diese Erkrankung sehr teuer und wird auch leider von den Krankenkassen nicht übernommen. Wir brauchen diesen Hund jedoch, damit ein Weiterleben überhaupt denkbar ist. Und leider sprengt das unseren finanziellen Rahmen. Die Ausbildung allein kostet schon mehrere 10.000 Euro. Deshalb haben wir das Projekt Julias Assistenzhund gegründet. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns dabei unterstützt. Vielen lieben Dank.